GPS-Signal nicht gefunden. Und das wird leider auch so bleiben. Warum, erkläre ich gleich. Dann geht's weiter mit ein bisschen Pokémon Go. Ich freue mich schon. In dieser Folge werde ich 3 10-Kilometer Eier öffnen. Jetzt zum Aufwärmen mal 7 5er Eier. Hä, 7 plus 3 ist doch 10. Dazu gleich mehr. Ich habe das WLAN nicht aktiviert und will jetzt nicht am iPhone rumfummeln. Denn ansonsten verklicke ich mich vielleicht und überspringe alle Eier, wenn man mit 2 Fingern tippt. Deshalb mache ich das gleich. GPS, du musst noch bei uns bleiben. Klickt man nämlich aus Versehen, wie gesagt, mit 2 Fingern, sind alle 7 Animationen weg. Und ich bin jetzt ganz bestimmt nicht 5 Kilometer gelaufen, um die Animationen zu verlieren. So, jetzt kann ich es machen. Genau, hier WLAN an, Bildschirmhelligkeit ist richtig aktiv. Genau, und es verschwindet. Es liegt eben am WLAN. So, jetzt habe ich es aktiviert und es geht los mit Vulpix. Das ist doch sehr genial. Direkt mal bewerten lassen, insgesamt wirklich stark. Woher will der gute Schilling jetzt wissen, dass er noch 3 Zehner-Eier hat, wenn man doch nur 9 bei sich tragen kann? Vielleicht hat Paras die Antwort parat. Und zwar, am Heimweg, als ich so die Eier standen bei 5,0 von 5,0, habe ich am Anfang eingeblendet, dann habe ich noch Pokéstop gedreht, plötzlich sehe ich, ich bekomme ein Ei. Dann wusste ich, aha, die Animation ist fertig, ich schaue mal schnell rein. Und ich sehe 3 Zehner Eier. Ich freue mich schon richtig. Vielleicht ist danach sogar noch eins dabei, dass ich 4 öffnen kann. Aber ich meine, 3 würden mir ja schon mal reichen. Ich will nur wiederholen, meine letzten 3 Eier. Hey, Dragosso, richtig gut. Unser Dragosso-Nest in Wien haben sie irgendwie entfernt. Jetzt kenne ich nur einzelne Spawns, wo einmal pro Stunde mit etwas Glück, und das lohnt sich nicht so, dort vorbeizuschauen. Deshalb aus einem Ei, ich bin dabei. Genau, meine letzten 3 Zehner, ich will es kurz wiederholen. Lapras, Lapras, Electek. Und von daher, ich kann mich keineswegs beschweren, wenn ich jetzt nochmal aus diesen 3 Eiern Lapras, Lapras, Electek bekomme, dann ist mir sogar das GPS-Signal egal. Warum ich natürlich jetzt auch sehr viele Eier öffnen möchte, ist der Sternenstaub. Denn ich habe gesehen, jetzt mit Level 31, und obwohl es lange dauert, bis man im Level steigt, man verbrät so viel Sternenstaub. Ich habe jetzt, kann es im Kampf auch mit allen aufnehmen. Das Handy hat vibriert. Oh, da ist ein Pokémon da. Naja, egal, ich muss die Eier öffnen. Genau, zählen wir mal auf. Dragoran, Garados, Relaxo, Relaxo, Aquana, Flamara, Flamara. Hey, Nidoran weiblich, grüß dich. Wie geht's dir? Was machst du so spät nachts? Noch alleine unterwegs. Was bist du? Du kannst es auch mit allen aufnehmen, aber kein 100%. Da kommt einfach kein 100% Pokémon. Ja, und wenn ich die ganzen Pokémon nach jedem Level-Up je 2-mal aufwerten muss, dann sind da gleich 100.000 Sternenstaub weg oder so. Und wenn ich dann mal ab und zu ein neues Pokémon bekomme, welches ich von 0 auf hochziehe, dann, ich hatte immer so 300.000, 400.000, habe jetzt wieder 200.000, aber ich habe bei 100.000 vor ein paar Tagen begonnen. Kann es auch mit allen aufnehmen? Was ist denn da los? Richtig gut. So, der Kollege und Weggefährte hat hier vibriert. Du meinst also, meine Aufnahme stören zu können? Moment, ich mache irgendwas mit AR. Ja, ich habe hier ein ziemlich witziges Aufnahmesetup, kann ich nur sagen. Ein PC, ein iMac, und die stehen alle irgendwie, und jetzt konnte ich nicht live ins Mikrofon reinsprechen, aber werde das einfach so schneiden. Ich finde das aber lustig, wenn man aufnimmt und dann aufnimmt, wie man aufnimmt, dann nimmt die Aufnahme auf, wie sie aufnimmt, und dann ist das irgendwie Aufnahmeception. Das sieht ganz witzig aus. Okay, bei Vulpix geht's los. Das waren 1, 2, 5, 6, 7 Eier, genau. Und hier Radfratz. 1037, ja, ich denke mal, ich könnte demnächst wieder eine Glücksei-Entwicklungsreihe durchziehen. So, und was ich eben meinte, wenn ich jetzt Wettkampfpunkte, das kostet 12.000 bei Dragoran. 12.000 sind wir schon bei. 24.000, 12.000, 12.000. 9.000, 8.000, 10.000 und das ist teuer. Das ist teuer. Das heißt, ein Level Up und ich muss nur meine Top 9, sage ich mal, aufwerten und 100 bis 150.000 Sternenstaub sind weg. Das ist eine Menge. Jetzt die Eier. Oh, ist das nicht ein schöner Anblick? 3 Zehner und jetzt bitte noch ein paar dazu. Nein, ich weiß nicht. Entweder habe ich Glück oder die haben die Chance irgendwie ein bisschen hochgeschraubt. Mal schauen, ich werde die 6 Eier noch erbeuten und hoffentlich ist mindestens ein Zehner noch dabei. Ach ja, und weil wir schon beim Thema Sternenstaub unnötig verbraten sind, werde ich mein 100% Garados hochziehen. Ich habe nämlich 60 Carpador-Bonbons sammeln können und will mir jetzt ansehen, wie viele Wettkampfpunkte ein
maximales Gyarados auf Level 31 besitzen kann. Obwohl maximal, wird sich das ausgehen? Alter Verwalter vom Schalter, 60 Süßigkeiten hier. Und doch, es wird reichen, das muss reichen. Das sind vielleicht noch 4 Level-Ups oder so, wenn es hochkommt. Aber bei den letzten füllt sich der Bogen leider nur ganz spärlich. 20 Wettkampfpunkte gibt es noch dazu. Vielleicht noch 3-mal oder so. Was ist da drin? Leider mit Drachenpuls. Aber zum Verteidigen ist das auch eine gute Attacke. Letztes Upgrade, wenn mich nicht alles täuscht. 2400 glatt. Das finde ich aber witzig. Irgendwie die 100% Pokémon haben alle relativ glatte Zahlen. Der hatte 3000 Wettkampfpunkte irgendwann auf Level 29 oder so. Oder keine Ahnung wann. Irgendwann auf jeden Fall 2400. Und hier sieht man schon, das ist ebenfalls ein verdammt starkes Carpador gewesen. Ich glaube 95% oder so. Deshalb nur ein geringer Unterschied. 23 Wettkampfpunkte. Aber wenn ich ein 0% Gyarados hätte, das wären wahrscheinlich 2000 Wettkampfpunkte oder so oder noch weniger. Das heißt, da ist schon ein Unterschied, aber zwischen 91, 95 und 100 nicht mehr so viel. Ja, jetzt habe ich 2 starke Gyarados und gefühlt 60.000 Sternenstaub. Okay, weg, weiter, später, 10er Eier und so. 10 minutes later. Boah, jetzt hatte ich Angst, dass meine Eier weg sind. Denn kurz bevor ich dieses Video aufnehmen wollte oder jetzt aufnehme, habe ich einen Anruf reinbekommen und ab und zu stürzt dann die App ab, beziehungsweise das Spiel öffnet sich erneut. Ich habe jetzt 3 10-Kilometer Eier und freue mich tierisch darauf, die zu öffnen. Der ein oder andere hat mir zwar davon abgeraten, weil er oder sie glaubt, beziehungsweise glauben sich, Lore, dass man schlechtere Pokémon bekommt, beziehungsweise vielleicht 3-mal das gleiche Pokémon, wenn man mehrere zeitgleich öffnet. Ja, Sichlor, ich meine, gut, hatte ich schon länger nicht mehr, kann es im Kampf mit allen aufnehmen, aber nicht sehr prächtig, was die IV betrifft. Ich hätte ganz gerne einen Dratini, muss ich sagen. Oder Evoli, wäre auch mal nicht so schlecht, besser als Sichlor oder Rosana. Komm schon, nächstes Ei, drückt mir die Daumen. Hier, frisch aus dem Ofen, 12.10. mal wieder. Also, zweites 10-Kilometer-Ei. Ich rieche irgendwie ein Dratini, ich weiß nicht. Es riecht nach Drache, oder? Electek. Und dann wahrscheinlich das dritte Noob-Pokémon im Bunde, Rosana. Das sind die 3, die man nicht haben möchte. Ich meine, einmal schön und gut, aber ach, Mann. Kann es im Kampf mit allen, oh, Angriff 15 von 15 immerhin. Das heißt, ist, glaube ich, nicht so schlecht, aber die dritte Chance. Komm, Dratini. Oder Lapras oder Relaxo, ich meine, so ist's ja nicht. Und es ist Evoli. Da bin ich gar nicht so enttäuscht, denn ich habe schon insgeheim befürchtet, dass da ein Rosana rauskommt. Aber hey, Evoli, bitte mit... Ist insgesamt wirklich stark? Ach man, dann nicht mal gute EV, okay, dann bin ich doch enttäuscht. Ja, das waren jetzt nicht wirklich gute 10-Kilometer-Eier, muss ich sagen. 3 hintereinander, aber ganz ehrlich, ich habe 2-mal Lapras Relaxo aus den letzten Eiern gezogen und so. Ich wusste, dass es irgendwann bergab gehen wird und ja, eben noch mein stündliches Pokémon gefangen und die letzten 3 hier, Sichlor, Electek, Evoli. Na gut, also ging schon mal besser, definitiv. Ansonsten werde ich jetzt dann wieder ein paar 5er öffnen und so und mal schauen, wie es vorangeht. Dann möchte ich definitiv ein Glücksei-Entwicklungsvideo, nein, kein Video machen, aber für mich einfach entwickeln. 1300 Radfratz-Bonbons, das ist schon eine Menge. Taubsi auch wieder 500. Ich bin allerdings auch schon eine ordentliche Strecke mit Relaxo gelaufen. Das heißt, da habe ich definitiv schon Candy bekommen. 16 Stück und ich glaube, da werde ich jetzt meine beiden Relaxo ein bisschen hochleveln. Oder was sagst du, Relaxo? Ja. Ja. Okay, wenn du das sagst, dann machen wir das. Wo sind sie? Hier, 10 Zuschauer und 98 Pfund. Haben von Grund auf unterschiedliche Attacken. Hier Schlecker, Hyperstrahl und Zenkopfstoß, Body Slam. Ich finde aber beide gut zum Hochleveln, denn es ist ja auch ein Unterschied. Greift man an, verteidigt man, 42 bekommt der hier und dieser hat 98% IV. Das heißt, der müsste mehr bekommen, oder? 44, genau. Da sieht man mal den Unterschied.
2350 hat der jetzt, 2400 fast, dann der andere, 2344. Und das war's auch, war's das oder nicht? Ich glaube, das war's jetzt auch schon, genau. Also sind wieder ein bisschen stärker geworden, haben sogar beide mein stärkstes Flamara überholt, welches man auf Level 31 oder ich bekommen kann. Ja, und jetzt das nächste Ziel lautet Level 32 erreichen, Dragoran auf 3175 ziehen, alle anderen natürlich auch und dann ein bisschen voranschreiten. Na gut, das war's mal mit dem Video. Ich habe das Update leider noch nicht. Ansonsten würde ich gerne trainieren und das ausprobieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.